Wieder die Säulen, wieder die Säule, wieder die Säule, wieder die Säule. Noch eine Säule und das Deich wird irgendwie ganz random hier. Ja, der Wind ändert sich wieder. Okay, ich bin weiter. Da ist was. Da, ja, okay, die Schlange hätte man hier sowieso abgeben müssen. Find the Token. Mit windiger Unterstützung. Ja. Was war das denn? Zwei Leben noch. Zwei Leben noch. Ich. Das möchte ich ja auch wohl meinen, oder? Also das möchte ich ja wohl meinen jetzt. So, das wird aber langsam sehr brenzlig. Es wird super brenzlig. Ich muss das Level jetzt mal langsam schaffen. Ich kann ja nicht mit einem Save State, beziehungsweise ich sollte es nicht tun. Kann dieser Wind jetzt mal aufhören, so ultra scheiße zu sein? Oh, jetzt muss ich auch noch darauf achten, wann er in die rechte Richtung weht. Ey. Oh ne, ich muss da unten nicht. Oh mein Gott, ich hoffe, man kann da auch von der anderen Seite noch. Ich darf nicht Game Over gehen. Ich muss gleich Safe State. Das tut mir leid. Ich kann nicht Game Over gehen. Das tut mir wirklich leid. Aber wir sind an dem kritischen Punkt angekommen, so langsam. Ja, und ich kann nicht mehr auf Kanonenkugeln springen. So, ich muss leider Safe State. Ich weiß, das ist scheiße, aber. Ich habe nirgendwo gesaved in letzter Zeit und ich kann das nicht einfach nochmal spielen. Also das ist... Ja, geil. Es tut mir leid, aber es ist nun mal so. Ey. Ausgerechnet bei so einem Level lande ich bei 0 Leben oder was. Ausgerechnet bei so einem Level, wo ich nicht mal eine Erinnerung dran habe. Es ist mir jetzt auch wirklich absolut egal, wenn da jemand bestimmt von meinen Zuschauern sich wieder beschweren wird, dass ich Safe State. Und das macht das LP ja so viel schlechter. Ja. Soll ich nochmal jetzt eine ganze Stunde oder so, was weiß ich, nochmal alte Level spielen oder so? Das möchte kein Mensch. Keiner möchte das. Also ist das die einzige Lösung leider. Ich meine, ich kann danach auch sofort zurück ins erste Level und da 20.000 Leben farmen. Geht auch. Aber ich kann auch einfach jetzt Safe Staten. Es kommt auch selber hinaus. Ich kann hier nicht mal switchen. Da ist Dixie klebt da einfach fest in ihrer Animation. Und ich kann nicht switchen in mir. Alter, ich brauche auch viel zu lange für das Level wieder, kann das sein? Wie lange sitze ich jetzt schon an dem Level hier fest? Ein bisschen sehr. Ja, hab vergessen, dass ich da aufpassen muss. So, was war jetzt hier als nächstes? Oh, boah, ja geil! Schießt mich erstmal wieder voll ab hier, der Typ. Entscheid dich, in welche Richtung du willst, Wind. Wie gesagt, ich habe es nicht so schlimm in Erinnerung, aber es ist schlimm. Dieses Level ist, glaube ich, mit eines der nervigsten in diesem Spiel. Oh, oh, oh. Okay, flieg, 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 flieg. Was auch immer das jetzt war, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Tschüss. Ich kann speichern. Ich kann speichern. Das ist ideal. Dann mache ich das nämlich mal schnell. Bring mich um und dann können wir hier wieder richtig weitermachen. Leaf College. Oder ich muss mir einfach noch Leben holen. Mit ja, kann ich hier einfach so raus gerade? Kann ich hier raus? Nee, hab ja keinen Funky. Da muss ich mich umbringen lassen. Im nächsten Level. Bei Parrot. Papageien-Level. Mit Honig. Ich würde einfach jetzt mich umbringen lassen, aber ich kann auch gerne. Hä? ja, ich, wie gesagt, ich will mich killen. Noch die eine oder andere Banane aufgesammelt. Wäre lustig gewesen, hätte ich damit jetzt nochmal die 100 voll bekommen. Game over, ja. Wir machen weiter. Heute habe ich richtig Bock hier. Selbst nach dem unausstehlichen Windlevel geht's weiter. Ja, ein bisschen mehr Leben jetzt zum Glück. Und jetzt kann ich sogar hier so auf Game Over gehen, wie ich will.
Naja, nicht so ganz, denn ich möchte nicht unbedingt, sollte ich den Mittelpunkt mal erreicht haben, wieder von Anfang an schlüpfen. Hey, hey, das ist doch mal ein solider Start. Endlich wieder die DK-Münze bekommen. Habe ich zuletzt ja bei dem Level, wo das Rennen hatte, mit den mit den 10 Gegnern da. Achso, ich kann nicht mit dem schießen. Oh wow, ich wollte schießen, aber nee, man lenkt nur ab. Was? Was? Okay. Die Ecke ist überschlagen sich. Die Kiste hat hinter mir nämlich das Secret aufgemacht. Ich hab's nicht gem. Ich hab's nicht gem. Was? Hä? Was war das? Ach so, ich hätte sie haben müssen und hochschmeißen müssen, oder was? Ne, hier geht's hier regulär weiter? Ich sehe hier gerade nicht durch. Ne, so, wo muss ich jetzt lang? Wo muss ich jetzt lang? Es gibt. Ach so, hier ist sie. Gerade schon wieder alles etwas ver. Ja, ich kann nicht abklatschen auf der Schrägen. Hallo, danke. Pfeil nach unten. Bitte mach das doch sowas von, dass du nach unten fällst. Ich kann ein bisschen beschleunigen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, wenn man nicht weiß, was vor einem ist. Hier lang? Aha. Ich skippe hier gerade ganz schön viel, habe ich das Gefühl, weil da noch ein paar andere Stellen waren. Aber hey, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier frisch in dem Level das spiele. Und wenn ich nicht weiß, was da ist, dann kann ich es mal nicht alles gleich auf Anhieb haben. Hä? Hat der. Er hat doch gerade einen Sound gem. Okay, mit. Was? Ich habe den Vogel nicht, aber ich bin einfach runtergefallen. Okay. Der macht doch die ganze Zeit Sounds. Was passiert denn hier gerade in diesem Level? Das ist gerade alles sehr sonderbar, muss ich sagen. Wow. Das war gerade eine fiese Falle. Scheint mir. Ich will es nicht verschreien. Ich will es jetzt nicht verschreien. Aber das Level scheint mir jetzt ziemlich einfach zu sein. Bisher habe ich hier keine Probleme. Der macht die ganze Zeit diese Geräusche und ich denke, dass er schießt. Diese Cracker, die Squawks die ganze Zeit verschossen hat. Aber nein, das Geräusch verarscht einen nämlich nur. Aha. So, wir haben halt jetzt langsam mal. Also ich fand das ja sehr lustig zu sehen, aber ich will jetzt nicht noch verlieren, ne? Hä? Zweiter Vogel. Oh, hey, ist das irgendwie timingbasiert, wann der Vogel switcht? So verwirrt, ey. Ich bin hier so verwirrt, was hier passiert. Ach so, das war jetzt ein Tod, alles klar. Schön. Wie viel muss ich nachspielen? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich glaube, es ist relativ viel, also mehr als ich nachspielen möchte, um ehrlich zu sein. Ja, ist ein bisschen was, leider. Toll. Hätte nicht sein müssen, wieder meiner Ansicht nach. Ja, jetzt habe ich hier Angst, dass ich zu schnell drücke, weil ich zu genervt bin, weil ich jetzt was nachholen muss. Ach so, okay. Ich wollte eigentlich gerade nach rechts drücken, konnte ich aber nicht. War da eine Wand? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich war schon weit an dem Level. Musste ich jetzt nicht nochmal spielen unbedingt. Muss ich nicht alles haben, hier gerade die ganze Quatsch-Scheiße hier. So. Was war. Hier, so. Worauf muss ich jetzt achten nochmal? Der Vogelwechsel. Jetzt lieber hier lang. Nein! Konzentration, jetzt nicht sterben nochmal. Nicht sterben, das wäre jetzt so nervig. Das wäre jetzt so nervig, nochmal zu sterben. Danke. Ach, da hinten ist noch eine einzelne Banane, aber gut. Weiter. Abspeichern, abspeichern, abspeichern. Für den Fall, dass ich overgehe. Ich kann nicht abspeichern, ich habe nur eine. Danke. Das Spiel ist so nett, man kann nicht mal abspeichern, wenn man keine zwei Münzen mehr hat. Also, was soll das denn? Funky?
Ja, man könnte jetzt mit Funky zurückfliegen und sich Leben holen. Aber nee, ich habe ja keine zwei Münzen. Ich kann ja nicht mal mit Funky wegfliegen, weil ich keine Münzen habe. Was soll denn das? Was soll der Scheiß? Mhm. Jo. Na dann. Ja. Ja. Also, was ist jetzt gerade los schon wieder? Was ist gerade los? So. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, ich glaube, ich höre gleich auf. So langsam, aber sicher kommen wirklich die. Ich sehe hier hinten und vorne nicht mehr durch, was hier passiert in dem Spiel gerade. Ich sehe hier gerade hinten und vorne nicht mehr durch. Leute, ich kann nicht abspeichern, ich kann nichts machen in meiner aktuellen Lage. Ja, ich habe da wieder ein Leben. Ich brauche eine Münze. Ist da ohne Münze? Oh, ich will da hoch, Mann. Ja, schmeiß die Kiste irgendwo gegen. Alter. Der liegt. Ist die. Ich sehe gerade nicht. Ach, hier muss man. Ja, warum ist denn die Banane dann da? Weiß ich nicht. Haua. Aha. Naja, dann hole ich mir jetzt erstmal Diddy wieder ab. Oder Dixie, ich weiß nicht. Ach nein, ich hab's ja eh die Spinne jetzt. Ich spiele nur noch als Spinne das Level. Warum ist da eine Banane? Nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Am Ende ist das wieder ein Bait und ich fall runter. So. Könnt jetzt auch wieder die ganze Zeit wie im ersten Honiglevel, das ich heute gespielt habe, an diesem Abend, überall rumgucken mit der Spinne. Aber honestly, das wäre wieder so langatmig. Ich habe so ewig gebraucht für dieses Honiglevel, weil ich mit der Spinne überall irgendwas gucken wollte. Dann machen wir das lieber so und dann gucke ich später mal nach Secrets, wenn ich wieder hier bin. Kommt der Haken nicht zurück? Nee, in dem Fall tatsächlich nicht. So, was ist jetzt hier der Clou? Dann sieht das schon so aus, als ob ich eigentlich nicht zu niedrig sein sollte, oder? Ja, der wäre jetzt Boden. Nur will ich auf dem Boden sein. Oh, ich kann jetzt hier. Ja, erstmal Mittelpunkt abholen. Mhm. Nee, das ist mir gerade so von der Position, als ob ich da in die Biene reinknallen würde. Warte mal. Das machen wir safer. So. Das ist gerade ganz schön doof, was ich hier oben mache. Warum bin ich zu weit oben? Ah, jetzt scrollt das Bild aber weiter mit. Was ist denn das für ein Level schon wieder, ey? Das ist ein merkwürdiges Level. Ich hoffe, ich komme jetzt hier rüber irgendwie. Nee, ich gehe kein Risiko ein. Ich gehe absolut kein Risiko ein. Aha, aha. Von wegen, Kollege. Boah. Hallo. Mann. Mann. Scheiße, ey. Ich hab mich so gut, aufgepasst. Ah, das ist jetzt wieder so ein Level. Da werde ich mich so ärgern, wenn ich gleich sterben sollte, Mann.